Hallo, liebe Freunde von Augencreme. Hier sind wir wieder bei My Time at Sandrock. So, wir sind hier im Winter angekommen. Wunderbar. Tag 3 im Winter, glaube ich. Eigentlich war ich auch schon auf Tag 4. Aber ich muss dann nochmal anfangen, weil das Spiel mittendrin abgestürzt ist. Das hat jetzt zum ersten Mal und auch kein Speicherstand da war. Deshalb fangen wir jetzt einfach nochmal von vorne an sozusagen. Naja, mal gucken, was der Tag heute bringt. Ist ja manchmal auch ein bisschen anders, je nachdem, was passiert und welche Entscheidungen man trifft. So, und auf den Seiten der Entwickler gab es auch nochmal ein paar Neuigkeiten zu lesen. Man arbeitet also am nächsten großen Update hier. Da möchte man natürlich einiges Neues hier einbauen. Also es wird mehr Story-Elemente geben, die NPCs bekommen mehr Geschichten. Man kann auch neue Aufträge annehmen, die zum Beispiel auch was mit Landwirtschaft zu tun haben. Das gab es ja bisher nicht. Es gibt Geburtstagsfeiern, die kann man dann endlich auch veranstalten. Also die arbeiten dann dran, hier noch einiges reinzubauen. Vor allem eben Story, Hauptgeschichte soll auch weitergehen. Es soll neue Dungeons geben. Neue Figuren vielleicht sogar. Wir haben ja schon eine kennengelernt, wie diesen seltsamen Händler. Also könnte interessant werden. Bin ich mal gespannt. Das kommt im August, also auch nicht mehr so weit weg eigentlich. Ah, ist schon voll, okay. Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Also das Spiel wird nicht langweilig. Ist sowieso jetzt keins, wo man sagt, ich habe jetzt mal Leerlauf oder ich weiß nicht, was ich heute tun soll. Du hast eigentlich ständig irgendwas zu tun. Es gibt auch immer wieder Quests, Zeitquests. Du läufst irgendwann über den Weg und dann kommt irgendwie irgendwas an. Also hier wird es aber echt nicht langweilig und das ist auch ganz nice. Nicht wie bei anderen Spielen, wo man erstmal so eine Weile vor sich hinspielen muss und so. Hier kann man natürlich auch mal grinden. Also wenn ich nicht aufnehmen würde jedes Mal, könnte ich natürlich auch hier viel mehr schaffen. Aber jetzt nur immer Steine hacken ist ja auch langweilig. Man möchte auch ein bisschen was erleben. So, wir müssen noch mal ein bisschen Lehm abliefern an Amira. Dann müssen wir das hier machen mit den Pflanzen. Und dieses Ding ist unsere Priorität. Dann wollen wir das hier vielleicht noch mal einloggen und dann gucken wir mal, was wir hier noch vielleicht an Aufträgen einheimsen können. Liegt schon wieder Dreck rum. Wie sieht es denn hier wieder aus? Oh, wieder Glas. Haben die hier kein Glasrecycling? So, wir haben Probleme mit ihren Rohstoffen. Schmeißen aber einfach alles auf die Straße. Also, verstehe ich nicht. So, die Handlergilde. Schauen wir mal, was hier wieder los ist. Jan steht auch wieder untätig rum. Oh, okay. Nicht so viel Aufträge. Bühne, wofür braucht er einen Bühnenhintergrund? Okay. Keine Aufträge jetzt, die irgendwas zu tun haben mit der Brücke. Interessanterweise. Das können wir eh machen. Diese Dielen haben wir eh ständig. Level 9. Gummischläuche. Verlockend, aber ich glaube, die brauche ich selber für irgendwas noch. Blutstein sägen. Die habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Das bringt uns aber gut was ein, muss man sagen. Wir versuchen das mal. Das wird Stufe 3 Auftrag. Puh. So einen schon mal. Guck mal. So, haben wir hier mal 13% drauf. Ja, okay, ist gut. Inflation und so. Mhm. Ne, ist klar. Na, was ist mit Justice los? Weg hier, Dunby, du bist im Weg. So. Hey, Baumeister, ich habe eine wirklich wichtige offizielle Zivilcore-Kommission für dich. Wenn du Zeit dafür hast. Also sie, warum du jetzt mich wieder siehst, weiß ich auch nicht. Aber die haben immer wieder ein bisschen Probleme mit dem deutschen sie und du und so. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Well, if you're standing here talking to me, that means you must have time. Hallo? Basically, all I need is an official Silver Corps Deputy Captain. Wenn du hier stehst und mit mir sprichst, dann hast du bestimmt Zeit. Im Grunde genommen brauche ich nur eine offizielle Kappe eines Abgeordneten der Ziviltruppe für die bevorstehende Beförderungszeremonie, die ich organisiere. Eine offizielle Kappe eines Abgeordneten der Ziviltruppe, das ist unglaublich kompliziert ausgedrückt. Und was ist denn ein Abgeordneter? Wir haben doch kein Parlament hier. Wir sind ja auch, glaube ich, sind wir hier überhaupt demokratisch? Ich meine, wir haben eine Bürgermeisterin, aber wird die auch gewählt? Keine Ahnung. Offizielle Kappe eines Abgeordneten. Das ist aber, wir sollen jetzt eine Kappe machen? Warum geht da nicht zur Schneiderin mit sowas? Oh,
Und du solltest auch in der Zeremonie teilnehmen. Nach allem, was sich in letzter Zeit herausgestellt hat, scheint es nur richtig, euch Baumeister zu Ehrenmitgliedern des Zivilkorps zu machen. Was bedeutet? Ihr könnt auch sehr gut eure eigenen Deputy Caps machen. Aha, genau. Der nächste Abgeordnete von Sandrock könntest sogar du sein. Deputy? Ach so, mein Deputy. Ja, sowas wie Hilfs-Sheriff. Also, ein bisschen komisch übersetzt, okay? Hey, guck nicht so überrascht, Kumpel. Auch neue Mitglieder des Corps können für den Posten in Frage kommen. Und du hast diesem Gegnerboss wirklich gezeigt, wer der Boss ist. Boss, ja. Wie auch immer, ich wollte nur eine Abgeordnetenkappe für die Zeremonie in Auftrag geben. Wer auch immer befördert wird, bekommt die Kappe. Also, was sagst du? Natürlich machen wir das, aber könnte sein, dass ich dann so ein Ding vielleicht kriege. Hm, ist das so angedeutet? Oder Mian. Ist natürlich auch möglich. In Ordnung, Hut ab, Kumpel, aber wir wollen dich nicht zu weit vorgreifen. Hier ist dein Rezept, wie du an deiner Werkbank sie machen kannst. Nicht so weit vorgreifen. Das ist jetzt nicht gespoilert, oder? Soll ein Hütchen machen, okay. Pff, klar, ich mache alles. Okay, wir gucken, was der jetzt dafür braucht. Aber wir müssen Leben abliefern. Leben, Leben, Leben! Leben, ich brauche Leben! Moment, was habe ich dabei? Habe ich irgendwas dabei? Habe ich was dabei? Ja, ich habe was dabei. Ich würde mal was ausprobieren. Burgess, hier stehen geblieben! So, umgerannt. Ich habe gerade gedacht, Wasser ist so geheimnisvoll. Es spendet Leben, wäscht die Hosen, ist farblos und geschmacklos. Und trotzdem bemerken die Leute es erst richtig, wenn es weg ist. Hm? Ich glaube, da könnte man eine Predigt draus machen. Besser nicht. Wo habe ich es denn? Wenn ich ihm jetzt eine Jagdmilch schenke, was passiert dann? Plus 5. Oh, was für ein schönes Geschenk. Ich spüre, dass du das Herz auf dem rechten Fleck hast. Ich hoffe, ich kriege dann Wasser billiger. So, okay. Also ihm Jagdmilch kaufen, kriegt man... Plus 5 Beziehungen. Ist ja gar nicht mehr so schlecht, ne? So. Warum habe ich Schläuche dabei? Wissen wir nicht. Unmengen an Pflanzenfasern. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. So. Bronzerahmen. Haben wir ein bisschen was? Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Lehm. Brauchen wir den denn? Könnt ihr natürlich die auch beschriften, die Kisten. Weil hier oben über die Auswahlliste kann man auch direkt zu einer Kiste springen. Die muss man gar nicht so rumsuchen. Aber ich suche lieber. Ich bin zu faul dafür, die zu bewerben. Das merke ich mir dann eh nicht nachher. Dann benenne ich die alle oben und vergesse eh, dass es da oben ist. Und dann brauche ich es auch nicht. So, wo ist denn dieser Matsch? Hier. Ja, nehmen wir alles. Ich würde noch irgendwas gucken. Hartholz haben wir einiges. Mhm. So. Hartholz-Dielen brauche ich noch. Hartholzstöcke habe ich 3. Könnte man auch nochmal irgendjemand andrehen wahrscheinlich. Wo sind die Dinger denn? Hab ich hier nicht drin? Oder muss ich nochmal neu machen? Ich muss hier nochmal neu machen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ah, da sind sie ja, die Hartholz-Dielen. Die hatte ich gerade in Produktion. Herrgott, okay. Hier diese Stöckchen, die brauchen wir auch immer wieder. So. Das hier läuft. Bronzestangen. Na, wir brauchen Bronzenieten noch.
Das hier läuft noch. Der ist noch dran mit den Kupferschrauben. Okay, den können wir auch noch ein bisschen arbeiten lassen. Das ist ja nicht so tragisch. Das brauche ich hierfür noch alles. Kupferschrauben ist in der Mache und noch einen Bronzerahmen. Okay, das ist nicht so kompliziert, das Ding zu machen. Blue Moon Saloon ist irgendwas. Amiras zu Hause. Okay, da müssen wir ja hin für den Lehm. Das ist klar. Jetzt müssen wir eh. Doppelverdienerin ist klar. Aufträge aus Sandrock. Ach, hier diese Blutteile. Was brauche ich jetzt hierfür? Was kriege ich dafür? Mach einen Abgeordneten. Kappe. Jetzt ist sie eine Kappe. Ja, okay. Also das ist im Grunde so ein Cowboy-Hut. Dafür kriege ich Beziehung zu Captain. Aha. Was bringt mir das denn? Okay. Na gut, ich habe ja einen Fisch geschenkt. Vielleicht kriege ich dann ab und zu auch nochmal einen. Aber sehr viel Experience und 20 Ruf. Naja, okay. Kann ich die schon machen? Was brauche ich denn dafür? Eine Deputy-Kappe. Brauche ich Farbe? Was bringt die denn? Hat die irgendwelche speziellen Werte? Abwehr und Fähigkeitsstärke 4. Aha. Ja. Oh, Blutsteinsägen zufälligerweise. Könnte ich machen. Habe ich da. Da brauchen wir Gummi für. Okay. Na Gott, was ich alles habe. Das ist der Wahnsinn. So. Dann können wir ja loslegen. Wir haben die Sägen, wir haben den Hut. Wir haben den Lehm und wir haben die Dielen. Mein Gott, ich habe alles im Gepäck. Das ohne Rucksack. Wasser haben wir nicht mehr so viel, ne? Naja, es geht noch. Für Sammeleien haben wir gar keine Zeit eigentlich. So, da drüben. Jawohl, können wir erstmal die Blutsteinsägen abschließen. Und bloß nicht von Cooper anquatschen lassen. Halt, hier geblieben. Stopp, nicht da reingehen. Hier bin ich. Hier. Ah, oh. Howdy. Howdy. So, hier sind deine Sägen, was immer du damit machst. Jetzt schon. Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Nun, hier ist deine Bezahlung. Tu nichts damit, was ich nicht auch tun würde. Du kleiner Schlingel. Ja, gut, okay. Hey there. Können wir nochmal reden mit ihm? Nicht alle Probleme lassen sich mit einem Hammerschlag lösen. Aber du wärst überrascht, wie viele es sind. Okay. So long, partner. So long, partner. Yes, baby. You will do it. Say it. Oh, yeah. Yes. Könnte mir diese Messer verkaufen, wenn ich zu viel habe, aber... Ja, vielleicht brauche ich die nachher nochmal für irgendwas. Okay. So, jetzt nochmal zu Amira rein. Ah, ihr könnt direkt mit Justice reden. Hey Justice, Baby, hier. Das nenne ich einen Abgeordnetenhut. Deputy-Kappe. Naja, man spürt förmlich die Autorität, die von ihm ausgeht. Und weißt du was? Ich glaube, mit so einer feinen Handarbeit hast du deine Chance verbessert, unser nächster Abgeordneter zu werden. Aha. Die Zeremonie findet morgen um Punkt 9 Uhr auf dem Marshall Square statt. Komm nicht zu spät. Oha, okay. Haben wir noch was sagen mit ihm hier? Audi. Audi. Ja, das kriegen wir schon. Okay. So long, partner. Jo. Interessant, interessant. Sie könnten Deputy werden? Audi. Audi. Hallo, Katori. Was ist der Grund, warum du nach Sandra gekommen bist? Für mich ist es die Geschichte einer Frau mittleren Alters, die noch auf den letzten Drücker ein bisschen Ruhm ernten will, bevor sie alt wird. What? Du gar nicht so alt aus. Doch in den besten Jahren hier. Komm, wenn du gerade so nett bist hier. Was kann man dir denn geben? Habe ich noch diese Jagd mit Milch? Wo sind die jetzt? Habe ich dir alle Burgess gegeben? Was mache ich damit eigentlich? Achso, dann muss ich nochmal lesen. Ja, ist gerade hier. Wie wär's mit Fleischbrötchen? Danke, dass du an mich gedacht hast. Cool, ne? Plus 2. Ess langsam, sonst verschluckst du dich. Scheiße. Na gut, hat aber funktioniert. Plus 2 Beziehung. Mit Fleischbrötchen. Halt! Moment, warte, die krieg ich nicht hin. Nee.
Ach, Schleifer, lass mich mal in Ruhe. Ich muss zur Mira. Ich habe keine Zeit für Schleifereien. Ach, Nemo. Da kann ich nicht vorbeigehen. Eben leben. Du kleiner Schnuffel. Ich werde eher der nächste Deputy. Captain ist ja schon der Captain. Ist denn der Lieutenant? Deputy? Keine Ahnung. Ah, da ist sie ja. Die liest hier. Okay, ist sie kurzsichtig, oder? Ich brauche eine Brille. Thank you. Danke, Fred. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Okay. Und jetzt stör mich nicht. Ich muss weiter den Herrn der Augenringe lesen. Jawohl. Ja. Da bin ich eigentlich. Sehr gut. Das haben wir also auch. Ich weiß noch nicht. Also die in den letzten Patch Notes standen auch die Ladezeit ein bisschen verbessert hat. Ist manchmal immer noch recht lang, aber okay. Wenn man aus dem Haus rausgeht, die müssen die komplette 3D-Landschaft nochmal neu laden. Okay. Wenn das ein paar Sekündchen dauert, ist nur bei den Aufnahmen mal ein bisschen lästig, wenn dann erstmal nichts passiert minutenlang. Also für die Zuschauer ist das vielleicht ein bisschen langweilig. Oh, kommt der Laden geflitzt hier. Ah, da haben wir ja unseren Captain. Hallo, Captain. Ja, ja, jawohl. Wir müssen zu Owen, oder? Sehe ich das richtig? Da ist auch noch irgendwas. Klunk. The Blue Moon Saloon. Wow, hier ist ja wieder was los. Ach, hier sitzt er. Was ist los? Alles am Futtern. Ein Paar wählte den Namen Blue Moon für den Saloon, weil er wollte, dass der Saloon jeden Tag und jede Nacht Glück zu einem blauen Mond zu haben. Was? Das verstehe ich. Okay, hier ist die Besetzung komplett schief gegangen, aber ist nett irgendwie. Ich weiß, dass du ein gutes Händchen für Fallen hast. Das beruhigt mich wirklich. Ja? Kannst du noch mehr für mich besorgen? Kann ich? Super, ich brauche Sandkarpfen. 6. Ich habe gehört, dass du ziemlich gut mit der Falle umgehen kannst. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Ja? Okay. Supi. Ich habe komplett vergessen, wie man das macht, aber warum nicht? Was? Okay, ich kriege jetzt hier einen Haufen Arbeit gerade aufgehalst. Okay. Warum nicht? Haben wir sonst nichts zu tun. Wir haben auch noch eine Mission. Bei wem war das nochmal? Wo bin ich denn? Blue Moon Teilzeitarbeit. Kriege ich dafür? Okay, ja. Wer ist der Abgeordnete? Förderungszeremonie. Da bin ich mal gespannt. Ach, hier der Vogel. Naja, ich glaube, der braucht hier auch ständig. Ihr müsst einen ständigen kaputten Boden haben. Wo ist denn der? Moment, der läuft hier irgendwo in der Nähe rum. Ah, der ist in seiner Bude. Kann man hier nichts klauen? Nee. Zaust und Rie an und dann Bio. Bibu, bam, bim, bum. Wo sind denn? Hallo, ist da jemand? Hallo, Steuerfahndung. Bitte machen Sie auf. Hallo? Warum haben die eigentlich ein Kinderzimmer? Da warten die ein Kind? Habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Oder haben die eins? Nee. Hallo, ist ja jemand? Hallo, hier, Ihre Lieferung. So. So, viel Spaß mit dem Holz. Ach, der da. Keine Ahnung. Okay. Ach, hier sind ja, da ist hier dauernd hier neue Fliesen am Verlegen oder was. Ja, gut, das ist eine Heidenarbeit. Das ganze Haus. Überall verschiedene Böden. Interessant. So, Heidi kann beim Bau von Häusern helfen. Da müsste ich auch mal wieder gucken. Vielleicht einen Stall anbauen oder was man hier sonst noch alles machen kann. Aber da habe ich meistens überhaupt keine Zeit für sowas, muss ich sagen. Und das ist auch ein bisschen kompliziert mit diesem Haus umbauen. Oh, hier ist wieder Musik. Hello. Jolili. Oh Gott. Hugo hat irgendwie, der macht so auf Pantomime, kann das sein? Oder er hat jetzt ein unsichtbares Orgeldings da. Hey, Pablo!
Ich warte jeden, den ich treffe, mit Respekt, egal woher kommt oder wie er aussieht, es sei denn, er macht Sand auf mein Outfit, dann kann alles passieren. Wir sind auch in Sandrock. Hallo, Amira. Mein Bruder und ich kommen von weit her, ich weiß. Upsi, Bums. So. Catch dich auch, jawohl. Guck mal, Jasmine ist im Tanzen. Linkes Bein, rechtes Bein. Hi, du. Das kennen wir schon, okay. So long, Partner. So lang, Partner. Ich dachte, ich sag mal was. Süß. Ich sag mal was zu diesem Teddybär, den sie mir geschenkt hat. So, ich habe auch Kamelen ganz vergessen, dass er hinten immer rumsteht, ganz alleine. Wir sollen jetzt Fisch fangen. Was soll ich denn wissen, wie das geht? Habe ich komplett vergessen. Habe ich überhaupt das Ding dabei? Wo ist meine Fangfischfalle? Fisch. Okay. Yippie! Da oben war das. Was macht denn hier die Hummeise? Nicht rauchen, Kleiner, ist ungesund. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind alle unter Drogen, diese kleinen komischen Ameisen. Also wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen Kies können wir mal gebrauchen. So. Hier, jawohl, hier ist doch das, diesen Sandfischen. Oh, okay. Jetzt muss ich hier so einen Wurm reinwerfen, ne? Gott, ich erkenne mal, wie das geht. Okay, so. Ey, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Schwupp, und daneben, shit. Ah. Ich hab gut gezielt. Mist, wie ich. Okay, dann könnte interessant werden heute noch. Es dauert vielleicht noch ein bisschen länger heute mit den nachfolgenden Sendungen. So, der Fisch ist im Radar. Hab ihn! Ha! Ups. Das ist noch mein nervöser Finger. Da sind sie, da sind sie, da sind sie, die gierigen kleinen Mistviecher. Ach! Aber ich. Hey! Das hätte ein Treffer sein müssen! Das ist Betrug, Schiebung. Das Spiel cheatet. Aber warum liegt ihr noch völlig alleingelassen? Diesen Raubkarpfen. Du musst die anscheinend markieren, sonst funktioniert das nicht. Ich will wenigstens dieses Würmchen wiederholen. Hallo? Das sieht keinen, glaube ich. Wenn ich nämlich das so mache, passiert nichts. Okay, den habe ich. Okay. Nee. Flop. Goodbye, Würmchen. Das hat nicht sollen sein. Ha, erwischt. Schlupp. Wieder ein. Na, 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 na. Ah, Mist, den habe ich nicht markiert. Ich dreh durch. Spritzt mit dem Wasser rum. War das, habe ich in den Wurm geworfen? Hab's nicht gesehen. Ach, das ist eine. Ah, Mist. Nee, du musst die echt immer markieren. Krass. Oh Gott, wir haben schon eine Uhr. Ich muss da früh ins Bett. Morgen ist die Preisverleihung hier. Oder der Hut, die Hutverleihung eigentlich, muss man sozusagen. Jawohl, hab ihn. Ha. So. Vier habe ich jetzt. Ups. Also jedenfalls habe ich sehr viel Sand jetzt dabei. Den kriegen wir auch noch. Ich kriege euch. Kleinen Lumpen. Aha! Nicht weglaufen. Schwimmen. Wegschwimmen. Also. Tauchen? Ich habe mir so viele Würmer hingeworfen. Naja, gut. Wir haben es geschafft. Juhu! Sehr gut. Oh Gott. Wir haben schon. Wir sind.
Wo bin ich hier? Wo ist mein Haus? Mist. Ich verlaufen. Was ist denn hier los? Da ist mein Haus. Wo ist mein Haus? Ich bin total verwirrt. Es ist so spät. Für lauter Augenringe sehe ich nichts mehr. Was kommt denn da alles geflogen? Sag mal. Hallo? Halt auf damit. Die bewerfen mich hier. Was hier nachts so los ist. Ist man mitten in der Nacht noch am Fischen oder wird man noch geworfen? Na gut, gehen wir mal ins Bett. Nee, 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 nee. Das ist Mario. So. Was war da jetzt gerade? Habe ich nicht gelesen, das war's. Zu schnell für mich. Ich muss heute aber früher ins Bett. Hallo? Okay. Ja, vielleicht war es ein bisschen schneller. So, kann ich nochmal eigentlich was Wasser machen? Komm, dann machen wir das mal ein bisschen voller. So. Reicht noch gerade mal für einmal. Oh, ja. Auch wieder nötig. Je mehr wir produzieren, desto mehr Zeug brauchen wir natürlich auch. Ja, wir brauchen immer noch was Bronze und Nieten. Okay. Die Bronzestangen haben wir jetzt. Die Nieten hier, die Kupfer sind noch in der Mache. Oh, wir müssen mal ab. Abstauben hier. So, läuft nicht vergessen, wir müssen um 9. Oh, 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 ja, ja, ich bin schon dabei. Oh, Hektik, Hektik, Panik, Hektik. Was soll auch alle, immer alles hier. So, und dann müssen wir auch noch zur Ohren, ne, die Fische abgeben. Ich kann das auch sofort machen. Owen, wo bist du? Ich dachte, wir zu den Frühaufstehern. Der ist gar nicht da. Okay. Na gut, dann gehen wir mal schnell zum Platz. Sie haben schon Zeit sonst verpasst. So. Ist aber nichts los. Sie ist nur Tori. Hallo. Mittelalter Frau. Hallo. Fred, magst du lesen? Ich empfehle dir, Musas Erfolg ist Vorbereitung plus Chance zu lesen. Es hat mich wirklich inspiriert. Ich glaube, er ist nicht umsonst der reichste Mensch. Aha. Nicht von gehört. Hallo, Mian. Oh. Oh, es geht los. Alle sind da. So, kein Mensch hier. Okay, na gut. So, da nun alle da sind, kann die offizielle Zeremonie zur Beförderung zum Abgeordneten der Ziviltruppe beginnen. Ich muss euch wohl nicht daran erinnern, dass ihr hier in Sandrock schon viele Höhen und Tiefen und jede Menge stürmische Wetter erlebt haben. Plus viele Höhen und Tiefen. Und ohne euren Einsatz wäre Sandrock nicht der sichere Ort, der er heute ist. Aha. Das kann ja nur einer sein. Trotzdem gibt es immer noch einen, der aus der Masse heraussticht. Jemand, dessen unermüdlicher Einsatz für Recht und Ordnung ihm das Recht angebracht hat, sich selbst Abgeordneter der Sandrock Ziviltruppe zu nennen. Oder Deputy. Wer? Oh, wow, ich weiß nicht warum, aber ich bin auf einmal ganz schön nervös, Fred. Glaubst du doch nicht, dass er einen von uns aussuchen wird, oder? Ich meine, ich weiß, wir sind nur Handwerker, aber... Und mir alles ganz nervös. Ach, guck mal an, hier ist Karton. Und Schuhe ist da und Captain. Der guckt.
Der zuckt mit dem Ohr. Ist mir noch nie aufgefallen. Das ist wie die echte Katze. Cool. Sie mir anglaubt auch, dass sie es wäre. Okay. Ich will euch nicht auf die Folter spannen, aber ihr fragt euch bestimmt schon, wen ich zu meinem Abgeordneten ausgekoren habe. Also ohne Umschweife. Weisheit, meinst du, er könnte mich meinen? Unser nächster Stellvertreter ist nicht nur für rohe Kraft bekannt, sondern für seine Wendigkeit und Weisheit. Oh Gott, die Arme mir an, macht sich voll den Kopf. Unsere Abgeordnete bringen etwas Einzigartiges ins Team und füllen die Lücken in unserem Korps mit individuellem Talent. Oh Gott, Mian ist total nervös. Ich glaube, ich weiß, wer es wird. Mit weilem schwarzen Haar, das im Sonnenlicht schimmert, werden sie mit Eleganz und Finesse eine gehörige Portion Gerechtigkeit austeilen. Mit weilem schwarzen Haar, das im Sonnenlicht schimmert. Dann bin ich es auf jeden Fall nicht. Dann müsste dann eher meine wallenden schwarzen Augenringe ansprechen. Mit wallendem schwarzen Haar? Okay, das sollten wir uns nochmal merken. Unschu ist nicht so ganz dabei. Mian ist total nervös. Okay, die Katze. Ja. Applaus für unseren nächsten Abgeordneten, Captain Katze! Ich hab's geahnt. Die machen die Katze zum Deputy. Ich dachte mir, der wäre eh schon der Captain hier. Miau. Mian ist sehr irritiert, glaube ich. Was zum? Die Katze? Ja, Captain. Oder sollte ich sagen, Hilf, Sheriff, Captain. War nicht nur fleißig bei der Patrouillenarbeit, sondern die Mäuseverfolger sind dieses Jahr auf ein Rekordtief gefallen. Ja, steht wirklich außer Frage, dass Captain diesen Titel am meisten verdient hat. Ah, die Mäusevorfälle sind auch gefallen. So. Er arbeitet unermüdlich. Noch einmal ein Applaus für unseren neuen Deputy. Der Hund merkt gar nichts. Das ist mir so peinlich, aber herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Captain. Miau. Miau. And now to complete the ceremony. I will place the official deputy cap upon the head of our new. Ist so klein? Okay. Get on up here, Captain. Miau. Wie riesig der plötzlich ist. Everyone, keep giving it your all out there. Dismissed. Alle miteinander und gebt weiter euer Bestes hier draußen. Wegtreten. Wie süß. Er hält jetzt echt diesen Hut immer auf. Katze Hilfsheriff Captain heißt er jetzt offiziell. Da flitzt er weg. Mit Hütchen. Okay. Natürlich wirst du nicht zum Stellvertreter ernannt, weil du eine durchdrehende Straßenbahnlokomotive repariert hast. Habe ich mir dabei nur gedacht. Ja, sorry, Mian. Tut mir auch leid. Ja. Hey there. Tut mir leid, wenn es so aussah, als wollte ich dich zum Stellvertreter machen. Ich wollte nicht an deine Kette reißen oder so. An meiner Kette reißen? Es war wirklich entweder du oder die Katze. Ich dachte nur, du hast irgendwie zu viel zu tun. Aber hey, ich hoffe, ich kann immer noch auf dich zählen, wenn wir Hilfe brauchen. Spoilt. Und Katori, wie fandest du das Ganze? Okay, die hat da nichts dazu zu sagen. Okay, mal wissen, was Unschu dazu zu sagen hat. Hat sich wahrscheinlich auch gewundert. Na gut, wir müssen noch dringend eine Mission beenden, bevor die abläuft. Das haben wir ja gemacht. Wir müssen dann das nochmal machen irgendwann. Okay. Muss aber. Wir haben ja dafür Zeit. Fachwerk. Oh, die Ohren-Mission ist schon abgelaufen. Hätte ich die schaffen sollen. Gut, dann kann ich die jetzt hier weitermachen. Na gut, wir können jetzt schnell noch zu Amira rennen und ihr das Leben, den Leben nochmal geben, dann ist sie da auch zufrieden. Dann hat Miguel auch noch was dazu sagen. Eigentlich nicht. Ist ein Tag, also das, was du erwartet hast. Bevor ich aus Maidi hierher kam, hatte ich auch Visionen von Großartigkeit. Aber die Situation vor Ort ist, wie sie ist. Wir müssen hier sozusagen Wasser aus dem Sand pressen. Bye bye. Goodbye.
Der ist mir auch nicht so ganz sympathisch, aber gut. Muss eigentlich jeder. Na, Nemo! Du kleiner Hilfs-Sheriff. Da schaffst du es irgendwann auch mal. Was auch mir Mäuse jagen oder so. Hallo, Amira. Thank you. Oh, ich danke dir. Ich hoffe, du konntest sie gefahrlos bekommen. Jo, hat geklappt. Dankeschön. Achso, Moment. Nee, habe ich nicht dabei, oder? Da wollte ich eigentlich mal diese Throntöpfe, die ich gemacht habe, ihr mal schenken, muss ich sagen. Genau. Ich dachte, das wäre für sie vielleicht passend, da sie eh töpfert. Okay, muss ich mal dran denken. Dass man alles mitschleppen muss hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Gehen wir mal zurück. Bin denselben Weg irgendwie, ne? Hui! Was ist hier los? Wir dürfen die Hoffnung noch nie aufgeben. Ah, das ist hier oben. Hallo. Hey there, Builder. If you're ever hungry, stop by the Bloom. Okay, was ist das? Ich habe heute Mittagessen gemacht und es war sehr gut, wenn ich das sagen darf. Ich habe gedünsteten Sandfisch genannt. Das Rezept. Möchtest du das Rezept haben? Kostet 80 Golds. Ja. Ich habe gelernt, wie man gedünsteten Sandfisch kocht. Weißt du, gedünsteter Sandfisch ist gar nicht so schwer zu machen. Du brauchst einen Dampfgarer und ein bisschen Sandkarpfen, Meersalz, Sandlauch und schon bist du fertig. Was? Sandlauch, Meersalz, Sandkarpfen und ein Dampfgarer? Wo kriege ich denn einen Dampfgarer her? Okay. Aber okay, wir können jetzt mit ihm Rezepte austauschen. Das ist ja auch lustig. Interessant. Wir müssen auch wieder mal was spenden. So, wir sind ja ein braver Bürger. Bald pleite, wie das so weitergeht. Ich habe schon wieder meinen Kamel vergessen. Sorry, Blümchen. Nächstes Mal nehme ich dich auch wieder mit. Und dann ist einfach zu viel los hier. So, Kupferschrauben. Wir brauchen Bronzenieten. Und wir brauchen Bronze. Der ist noch am Arbeiten. Der ist jetzt hier fertig. Da können wir nochmal Eisenschrott rausballern. Können wir nochmal Energiesteine vielleicht kriegen. So. Gummischrott. Das dürfte vielleicht noch für einmal reichen. Achso, die Warteschlange. Nee, das ist immer der falsche, der hier angezeigt wird. Ich könnte noch hier zwei Bronzestangen machen. Da habe ich das Zinn noch für. So. Naja, so langsam geht's voran. So, und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht bei My Time at Zentrok. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye, Deputy.